Heute schauen wir uns den Schnittwinkel von zwei Geraden an. Dazu müssen wir zuallererst aber ein bisschen wiederholen. Da war doch mal was mit einem Skalarprodukt und einem Winkel. Wenn wir hier uns die zwei Vektoren anschauen, a und b, haben wir einen Winkel dazwischen, phi. Und das Skalarprodukt sagt ja, wenn das 0 ergibt, dann sind die Vektoren orthogonal zueinander, das heißt, die Vektoren stehen senkrecht aufeinander. Ist jetzt hier in diesem Beispiel nicht der Fall. Wenn wir den Winkel ausrechnen wollen, dann gab es noch so eine Definition von einem Skalarprodukt. Und zwar Vektor a, Skalarprodukt mit dem Vektor b, ist das gleiche wie die Länge von Vektor a mal die Länge von Vektor b mal Cosinus von phi. Und hier steckt jetzt auch dieser Winkel drin, dieser phi. Und das öffnet uns den Weg zu dem Winkel zwischen zwei Geraden. Warum? Wir haben jetzt hier zwei Geraden und wieder diese Vektoren u und v. Das sind jetzt hier die Richtungsvektoren der Geraden. Das ist aber eigentlich nichts anderes, als wenn ich nur zwei Vektoren habe. Jetzt habe ich halt zwei Geraden, aber ich muss halt die Richtungsvektoren nehmen. Und der Schnittwinkel ist immer der spitze Winkel, den die Richtungsvektoren einschließen. Also immer ein Winkel kleiner als 90 Grad. Wie können wir das jetzt berechnen? Wir haben vorhin schon gesehen, da ist irgendwas mit Cosinus von Phi. Und das müssen wir jetzt einfach umformen bzw. auflösen nach Cosinus von Phi. Und haben dann dementsprechend Cosinus von Phi ist gleich Richtungsvektor U mal Richtungsvektor V, also Skalarprodukt, durch die Multiplikation von den Beträgen. Schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an, wie das ausschaut. Wir haben hier zwei Geraden und wir wollen den Winkel herausfinden, den diese zwei Geraden einschließen. Das heißt, wir setzen an, Cosinus von Alpha ist eben der Ausdruck und U und V sind jetzt hier die Richtungsvektoren. Also Vektor U ist 2, 5, minus 1 und Vektor V ist minus 1, 3, 1. Und die Längen von den Vektoren müssen wir natürlich auch noch nehmen. Das heißt, die Länge bestimmt man, indem man die einzelnen Koordinaten, also 2, 5, minus 1, ins Quadrat nimmt, also quadriert, und addiert und davon die Wurzel zieht. Das heißt, Wurzel von 2 ins Quadrat plus 5 ins Quadrat plus minus 1 ins Quadrat. Das müssen wir halt von beiden machen. Und ja, das rechnen wir ganz normal aus. Nochmal zur Wiederholung, Skalarprodukt rechnet man, indem man jeweils koordinatenweise multipliziert und die addiert. Das heißt 2 mal minus 1 plus 5 mal 3 plus minus 1 mal 1 und das ergibt dann 12. Und jetzt muss ich nur noch den inversen Cosinus benutzen, das heißt Cosinus minus 1, von dem Wert, der da rauskommt, und erhalte dann gerundet auf zwei Dezimalen einen Winkel von 48,66 Grad. Schauen wir jetzt noch ein zweites Beispiel an. Hier wieder zwei Geraden. Und machen wir es mal ein bisschen schneller. Wenn wir das hier uns anschauen, wieder Skalarprodukt von den Richtungsvektoren und durch die Länge der beiden Richtungsvektoren. Und hier kommt jetzt raus minus 2 durch Wurzel 50. Wenn ich jetzt hier das ganz normal Cosinus von minus 1 von minus 2 durch Wurzel 50 mache, dann kommt hier raus 106,43. Dann bin ich aber noch nicht fertig, weil das ist kein spitzer Winkel. Wenn hier eben kein spitzer Winkel rauskommt, was durchaus der Fall sein kann, dann muss ich einfach nur 180 Grad minus diesen Winkel Alpha rechnen und habe dann meinen spitzen Winkel, in diesem Fall hier 73,57 gerundet.